Journalismus. Das heißt Kontaktfreude. Immer mittendrin. Doch das war einmal, treuer Husar. Ein großes Leid und noch viel mehr. Vor allem Zigtausende von Freiberuflern trifft es. Die rasenden Reporter, die nun kein Lokaltermin mehr ruft. Wir erleben, wir hören es permanent jeden Tag von freien Journalistinnen und Journalisten, dass es inzwischen etliche Kollegen gibt, die ernsthaft darüber nachdenken, ihren Beruf aufzugeben, weil sie nicht mehr in der Lage sind, mit journalistischer Arbeit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Den Journalisten, die noch in Lohn und Brot sind, verhagelt die angstbesetzte Corona-Einsamkeit auf andere Weise das Handwerk. Die hochherrschaftliche Berliner Hauptstadtresidenz der FAZ. Ein gottverlassenes Gemäuer. Auch der Chef ist seit einem Monat ins Homeoffice verbannt und leidet unter Entzug. Auch im Redaktionsalltag haben wir natürlich gerade in einem größeren Büro wie dem Berliner Büro der FAZ sehr viele Gespräche, die aus einer gar nicht mal immer gezielten Gemengelage entstehen. Man regt sich gegenseitig an, Themenvorschläge, Fragen. Das ist natürlich viel weniger. Verlorene Elche rund um den Globus. Gerade in den Wochen, da sich die USA langsam für die Schlacht ums Weiße Haus rüsten, vermisst der Washington-Korrespondent des Spiegel die vertraulichen Hintergrundgespräche. Ganz viele Informanten bevorzugen es natürlich, wenn man sich sozusagen unter vier Augen trifft, weil viele Informanten einfach die Sorge haben, dass wenn man telefoniert, dass das rückverfolgbar ist. Und das macht das Recherchieren ganz bestimmt schwieriger. Ich würde es niemals sagen, dass diese Maßnahmen, die da beschlossen worden sind, um die berühmte Kurve abzuflachen, dass die jetzt unnötig waren. Aber das ist eben auch ein Kollateralschaden, würde ich sagen, dass es für Journalisten, gerade für investigative Journalisten, schwieriger geworden ist zu arbeiten. Corona trifft auch den Journalismus ins Mark. Infektionsschutz und hartnäckige Recherche, die wesentlicher Bestandteil der Pressefreiheit ist, wie geht das zusammen? Journalismus, der safe ist, scheint ein Widerspruch in sich. Ein Reporter, der sein Handwerk ernst nimmt, lebt nun einmal davon, keine Berührungsangst zu haben. Die Reportage ist natürlich etwas, was im Moment fast tot ist. Das große Abstand halten, die Schutzkleidung und so weiter sind im Grunde genommen weit weg von dem, was man sonst kennt an Reportagen, die von Nähe leben, von der kleinen Zufallsbegegnung am Rande. Dieser Berufsstand lebt natürlich auch von Gedränge und von Enge. Nun ja, gelegentlich hat es die Zunft vor dem auch übertrieben. Journalismus als Kampfsport der besonderen Art. In Corona-Zeiten vermag allenfalls eine Millionenlieferung von Schutzmasken einen, wenn auch deutlich kleineren Ansturm der Meute auszulösen. Gestern und heute. Eine Stippvisite bei der Berliner Taz, eine Geisterredaktion. Auch hier liefern nahezu alle Mitarbeiter von zu Hause. Nur eine winzige Notbesatzung schiebt Dienst vor Ort. Und das Enorme, das Beklemmende, das Modell funktioniert. Noch. Die Leute sind einfach teilweise am Limit. Da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Also Journalismus ist schon auch komplizierter und anstrengender geworden im Moment. Aber gleichzeitig ist die Nachfrage riesig. Die Leute wollen lesen, was wir machen. Wir haben gutes Wachstum ohnehin mit unserem Online-Bezahlmodell, dem Freiwilligen. Aber im Moment steigen die Zahlen enorm, selbst was unsere Abos angeht. Also es ist wirklich eine Nachfrage auf allen Ebenen da. Was aber wäre, wenn dieser Cyberjournalismus, der kein hautnahes Erleben mehr braucht, die Pandemie überdauerte und das aseptische Reporterdasein aus Kostengründen Standard in den Redaktionen würde? Es ist ja nicht erst seit Corona, dass es Verlagshäuser gibt, die sagen, naja, also brauchen wir wirklich große Büros außerhalb der Zentrale. Da gibt es natürlich jetzt ein weiteres Argument zu sagen, das klappt doch offensichtlich alles großartig. Da gibt es ja ein sehr starkes Gegenargument gerade jetzt, dass die Qualitätsmedien einen großen Zuwachs haben. Das sieht man ja auch in anderen Krisen. Das hat man in den Vereinigten Staaten gesehen, seit Donald Trump Präsident ist. Da gibt es eine gesteigerte Nachfrage. Und da weiß ja auch jeder, dass das Produkt, was wir erstellen, das ist eben nicht beliebig
beschleunigbar in seiner Entstehung durch technische Möglichkeiten, sondern das braucht eben dann auch mal die Zeit und die Gründlichkeit, die wir bisher dafür hatten. Nur, wie lang reicht der Atem, dem Stillstand zu trotzen? Wie lange reicht das Geld, zumal im Zeichen des dramatischen Einbruchs im Anzeigengeschäft? Die Leser gieren nach fundierter Information. Diese Dienstleistung ist gerade in der Krise angemessen zu bezahlen. Sonst bleiben die Stühle in mancher Redaktion für immer hochgestellt.